Das Gelände heißt Sauberg. Die Soldaten der 3. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 41 in Göttingen wissen warum. Nach der Ausbildung mit dem Marder, dem schweren Lehmboden, nennen sie sich oft selbstironisch Erdferkel. Erdrutsch hier, Auge 1, kommen. Drei Schützenpanzer gehören zu einem Zug. Drei Züge bilden eine Marder-Kompanie. Eine 7. Gruppe steht sozusagen als Libero bereit und wird auf Befehl des Chefs eingesetzt. Wir verlegen! Marschbereitschaft herstellen! Der Schützentrupp, das sind 6 Mann. Dazu der Richtschütze, Kraftfahrer und last but not least der Kommandant. Das macht eine Mardermannschaft aus. Ein schlagkräftiges Team, beweglich, feuerstark und schnell, ob auf- oder abgesessen kämpfen. Sie sehen selbst, wie schnell das geht. Durch eine wechselnde Lage sind wir jetzt gezwungen, an einen mit dem Kompaniechef abgesprochenen Ort auszuweichen, um uns dort auf eine neue Verwendung vorzubereiten. Gefechtsausbildung der Panzergrenadiere. Jetzt heißt der neue Auftrag Angriff. So, pass auf, ich komme gerade zum Zugführer. Schäfer, Kippe aus. Hinterm Panzer. Wir treten in 26 Minuten zum Angriff an. Dazu, Lage. Feindlage unverändert. Der Gruppenführer gibt den Befehl für den Angriff. Gefechtsfeld Lyrik ist hier nicht gefragt. Lage und Auftrag müssen knapp und kurz formuliert werden. Mann für Mann gibt es jetzt Einzelaufträge. Das weiß ich nicht genau. Dann Milan, Gefechtsbereitschaft herstellen. Schumacher, dein Job. Richtschütze, überprüfen, dass beide Munsorten anliegen, dass alles klar ist an der Waffe. Truppführer und der hintere Kampfraum. Überprüfen Handwaffen, falls abgesessen was losgeht. Klar, geht in Ordnung. Kurzzeitvergleich. Es ist jetzt 7.50 Uhr. Wir treten an, 8.05 Uhr. Überschreitende Ablauflinie, 8.15 Uhr. Der Kommandant packt mit an, wenn die Milan, die Panzerabwehrwaffe, aufgerüstet wird. Sind Marder und Mannschaft in Schuss, versucht man sich noch einmal zu entspannen. Tja, das Scheißding, wie er sagt, ist zwar ein Kampffahrzeug mit Qualität, aber es fehlt so der Raum für die Quantität. 9 Mann auf engstem Raum, wie in einer Apfelsinenkiste. Und der letzte auf dem Diszi-Sitz. Das ist schon fast wie eine Disziplinarmaßnahme. Nun soll das ja auch keine Kaffeefahrt werden. Und sich so nah auf die Pelle zu rücken, hält ja auch warm. Aber so warm müsste es nun auch wieder nicht sein. Der Bock, der könnte ruhig etwas breiter sein. Da wird man ganz schön durchgerüttelt bei voller Fahrt. Wie der Affe auf dem Schleifstein, so sitzen sie in ihrem Marder. Ob MG-Schütze oder Richtschütze, Kraftfahrer oder Kommandant, jetzt zeigt sich, ob sie eine Mannschaft sind. Die Bordmaschinenkanone legt los. Der erste Feind ist aufgeklärt und wird bekämpft. Nun kommt die zweite Phase des Angriffs. Der Sturm, das heißt Feuer und Bewegung. Und was dann kommt, kennt jeder Panzergrenadier. Fürchtet es, brennt darauf oder sieht darin schlicht und ergreifend seinen Auftrag. Absitzen. Sturmlauf und Einbruch in die feindlichen Stellungen. Die Erdferkel der Bundeswehr? Erdverbunden, das sind sie. Eine kampfkräftige Mannschaft sollen sie sein. Und ihr Schlachtruf mag manchem nicht passen, aber er ist so wie alles, was in diesem Film gezeigt wurde. Ohne Schminke. Also, Panzergrenadiere, dran, drauf, drüber.